Ladies and Gentlemen, das letzte richtige Apex Legends Video ist jetzt schon über 5 Tage her. Ansonsten war es nur ein Tipps und Tricks Video, was ich vorbereitet hatte. Und ich möchte euch kurz einfach mal auf dem Laufenden halten, was bei Apex Legends gerade abgeht, was ihr von mir erwarten könnt oder warum ihr davon ausgehen müsst, dass es nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen Content-Creatern in Sachen Apex Legends gerade in dem News-Bereich, auch international, eine absolute Flaute geben wird. Ich habe es vor einigen Wochen und vor vielen Monaten und vor einigen Seasons schon gesagt, es gibt ständig irgendwelche Content-Flauten und ich kann euch sagen, das wird leider Gottes schlimmer. Es gibt einen positiven Aspekt bei der ganzen Geschichte. Ich habe noch eine Hammer-Information zum Schluss in Sachen Apex Mobile. Kann ich auch eigentlich jetzt sagen, Apex Mobile, das Original soll zurückkommen. Warum, weshalb, kann ich euch nicht sagen. Keine Ahnung, ob die Konkurrenz in Japan oder China, dieses Fake Apex Legends, was ein bisschen anders heißt, das war sehr, sehr gut, sieht auch sehr, sehr gut. Da habe ich Gameplays gesehen, ich weiß nicht, ob es schon draußen ist, aber vielleicht haben die eine große Konkurrenz gefürchtet. EA sehen jetzt das Geld flöten und vielleicht kommt es einfach zurück. Vielleicht war es auch ein Mega-Shitstorm, ich kann es euch nicht sagen. Wir kommen aber zurück zum Thema. Ich möchte euch verraten, warum es eine Menge Content-Flauten gibt. Erinnert euch, vor einigen Monaten hat Respawn oder EA eher über 300 Mitarbeiter gekündigt. Das wird einen bestimmten Grund haben. Darunter waren Playtester, eine Menge Playtester. Und darunter muss der Typ gewesen sein, der über die letzten Jahre ständig Gameplays der neuen Legenden oder neuen Waffen geleakt hat. Und das ist fast immer alles eingetreten, bis auf die ganzen Waffen. Da gibt es bestimmt noch 3, 4 geleakte Waffen, die bis heute nicht ins Spiel gefunden haben. Der muss da dabei gewesen sein und Apex bzw. Respawn hat es geschafft, in den Game-Files für zukünftige Seasons und auch jetzt in der aktuellen Season gibt es jetzt irgendwie so Datenpakete, wo Informationen über die Zukunft von Apex Legends versteckt sind. Die gibt es, aber die Dataminer, die ständig irgendwelche Leaks raushauen, die können darauf nicht zugreifen. Da gab es lediglich etwas, das hat Cryrindo zum Beispiel, einer der bekanntesten Dataminer für Apex Legends, gepostet. Der hat ein Game-File gefunden. In den Quellcodes, da stand einfach nur drin an alle Dataminer, ich biete euch oder wir bieten euch einen Job an. Total krass, es wurde gepostet, das fand ich mega, mega interessant. Also, es wird in Zukunft einfach Flauten geben, weil es keine Dataminer gibt, die da irgendwie irgendwas gehackt oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Die Dataminer finden einfach nichts mehr und können uns somit als News-Content-Creator nicht mehr mit Stuff füttern, was mich ein bisschen ärgert. Aber das Positive ist, wenn eine neue Season rauskommt, sind wir ein bisschen überraschter. Was kommt eigentlich? Was passiert? Wir sind eigentlich relativ unwissend und das war in den letzten 2 Seasons schon relativ close an der Geschichte, wo ich sage, so richtig bist du dir jetzt gar nicht sicher. Was kommt eigentlich? Das ist eine gute Sache, so ein bisschen mehr Überraschungsmoment. Aber für die Content Creator im News-Bereich ist es wirklich so, kurz vor Release einer Season gibt es einen Mega-Hype. Dann startet die Season, dann gibt es noch 1, 2, 3 Videos und dann gibt es wieder eine Mega-Flaute. Dann warten wir auf das Mid-Season-Update und dann passiert wieder ewig nichts. Und genau so stehe ich jetzt zum Beispiel als News-Content-Creator für Apex Legends da. Und das ist genau der Grund. Klar, wird nicht jeder gucken, mein GTA 6 News-Content, den habe ich jetzt gestartet. XDefiant habe ich jetzt mit aufgenommen, weil ich einfach Bock habe, weil ich weiß, dass ich XDefiant zum Beispiel zocken werde. Steht kurz vor Release, ich habe schon ein paar Videos rausgehauen und ich habe bis Ende der Woche schon Content vorbereitet für XDefiant. Mehrere Sachen, ich stelle euch noch die ganzen Waffen vor. Ich sage euch, was wir in der Preseason alles erwarten können. Eine Menge Content und was für das erste Jahr in XDefiant geplant ist. Alles so Content, auf den ich Bock habe. Natürlich müssen wir gucken, wie kommt das Spiel an? Wird es dem Hype gerecht? Und ich weiß, dass viele von euch haben mir so ein bisschen Feedback gegeben. Viele von euch werden es zumindest spielen, antesten, weil es kostenlos sein wird. Ein reines 6 vs. 6. Ein COD-Killer würde ich das jetzt nicht behaupten, aber es ist ein Konkurrent, kein Apex Legends Konkurrent, weil keine Battle Royale-Variante drin ist. Aber es ist halt kostenlos wie Apex Legends. Und es gibt halt kein Skill-Based Matchmaking in den Public Games, auch wenn da Ranked reinkommt. Da wird es nur Skill-Based Matchmaking geben. Und das ist alleine schon ein starker Konkurrent, wenn es um reines 6 vs. 6 geht. Und deswegen freue ich mich, dass viele von euch da auch reinschalten. Ich bitte darum, dass ihr da Bock drauf habt. Oder ich bitte euch nicht, das war falsche Ausdrucksweise, vergesst es, sorry. Ich bitte euch, schaut den Content, würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Gerade GTA 6, ich weiß, dass viele von euch zocken werden, wenn es rauskommt, auch wenn es noch eine Weile dauert. XDefiant, wie gesagt, ist kostenlos. Und ich habe noch eine weitere Bitte. Gib mir mal ein Feedback. Ich habe vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen. Es gibt ein paar
Leaks von lange, lange her. Ich könnte jetzt noch 15 interessante Videos über Apex Legends machen. Vergangene Leaks von 15 Legenden. Ich könnte nochmal die ganzen Waffen aufdröseln, die bis heute geleakt wurden, die noch nicht im Spiel sind. Wenn ihr da Bock habt, nehme ich mir das gerne vor, um noch ein bisschen mehr Apex-Content zu bringen, um den Kanal nicht komplett, sage ich mal, für die nächsten Wochen Apex-freie Zone zu gestalten. Ansonsten gibt es nämlich nur meine One-Clip-One-Tipps-Spielreihe. Das kommt ganz gut an, das kommt nicht so gut an, wie ich es mir gehofft habe, aber das ist auch nicht weiter wild. Ich mache das weiterhin, ist auch eine Menge noch vorbereitet, also ich habe eigentlich locker für 2 Seasons schon Kurzvideos da vorbereitet. Das macht mir eine Menge Freude, ich möchte das auch weiterhin machen, auch wenn das nicht jeden abholt. Aber die alten Leaks, die alten 15 Legenden, die es bis jetzt nicht ins Spiel geschafft haben, die würde ich gerne nochmal für mich auch auffrischen, euch vorstellen, pro Video eine Legende einfach mal kurz anreißen, was die alles kann, wie die eventuell aussieht, falls es da geleakte Bilder gibt und auch gerne nochmal die geleakten Waffen, von mir aus auch mit Gameplay, schauen wir mal. Ich würde mir wünschen, dass ihr drauf Bock habt, deswegen gebt mir einfach mal ein Feedback. Ich wollte noch ein bisschen allgemein Real Talk einfach in diesem Video mit verpacken, damit ihr wisst, woran ihr seid. Falls sich der ein oder andere wundert, okay, jetzt kam ein GTA 6 Video, noch ein GTA 6 Video, noch ein GTA 6 Video, oh, jetzt fängt er mit X-Defined an und. Oh, endlich mal wieder Apex Legends. Aber es gibt halt natürlich auch so ein bisschen einen Grund, warum ich mir vielleicht noch ein zweites und ein drittes Spiel gesucht habe, damit dieser Kanal nicht ausstirbt. Das ist natürlich jetzt kein Hilfeschrei. Oh, ich muss unbedingt ein Spiel finden, damit ich weitermachen kann. Diese beiden Spiele sind mir tatsächlich in den Schoß gerutscht, weil ich so ein bisschen was für mich entdeckt habe, wo ich sage, das wird was. Das wird was für mich. GTA 6 wird definitiv was für mich. X-Defined, da bin ich so realistisch. Wenn das nach ein paar Wochen, ein paar Monaten richtig aufs Brett kackt und so richtig kacke ist und keiner von euch da richtig Bock drauf hat und ich das auch nicht zocken will, weil es mich einfach nicht so abholt, das kannst du in der Beta einfach noch gar nicht so richtig beurteilen, dann müssen wir halt mal schauen, ob das auch zukünftig auf meinem Kanal Content bieten wird, weil Content über ein Spiel zu bringen, was mich null interessiert, was ich auch überhaupt nicht spielen werde, ich weiß nicht, ob ich da Motivation für habe und deswegen gibt es auch weiterhin Apex-Content, weil ich habe weiterhin Bock auf Apex. Bis zu einem gewissen Punkt. Das muss auf jeden Fall eine Menge passieren. Das wisst auch ihr. Deswegen dieser Real Talk. Matchmaking technisch. Ich habe zurzeit wirklich null Lust auf Apex Legends. Schon irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Zumindest nicht so ganz alleine. Ich werde auf jeden Fall am Mittwochabend wahrscheinlich nochmal einen Livestream-Versuch starten. Vielleicht noch ein bisschen Solo-Queues, vielleicht ein bisschen mit Raging. Am Donnerstag Vormittag mit Schweini werden wir nochmal eine Runde in den Ranked-Grind starten. Einfach nochmal gucken, ob alles funktioniert. Wir haben auch in der Vergangenheit wenig gezockt, weil Schweini, mein Stammmate, für die, die Livestream-technisch nie vorbeischauen, extremes... Packet Loss, jetzt habe ich schon Packet Loss aus meinem Kopf verloren. Den Begriff Packet Loss ist gerade ein Riesenproblem bei ihm. Deswegen haben wir kaum zusammengezockt und ich hatte auch einfach keinen Bock, alleine zu zocken. Und mit Packet Loss müssen wir nicht drüber reden. Und das Matchmaking ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Müssen wir mal abwarten. Ich hoffe, dass da wirklich demnächst ein Fix kommt, wie ich es vor 5 Tagen in einem Video beschrieben habe. Da können wir nur drauf hoffen, weil ich vermisse Apex Legends, aber das Matchmaking macht es natürlich zu einer absoluten Vollkatastrophe. Und nach 2, 3 Runden endet das in total Frust. Und deswegen habe ich auch in der Vergangenheit jetzt recht wenig gezockt. So, Ende Real Talk. Ich hoffe auf positives Feedback in den Kommentaren. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, ich würde mich wirklich mega, mega freuen. Haltet meinen Kanal ein bisschen mit weiterhin am Leben, wenn ihr Bock auf den Content habt, der zukünftig außerhalb von Apex Legends kommt. So, jetzt bin ich aber raus. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Haut rein. Ciao. Fick dich doch mal, meine Fresse.